Tauschmann, stets zu Diensten. Ja. Seid gegrüßt, mein Herr. Es scheint mir, als ob es euch gut geht. Es geht gut genug, Fräulein Ahira. Oh, die kennen sich. Ich hoffe, ihr bringt keine Hafterprobleme mit euch, gute Frau. Darf ich euch daran erinnern, dass die Zeit, in der ich mit euch Hafter zu tun hatte, schon lange vorbei ist? Oh, Misstrauischer, ich bin nicht in einer offiziellen Funktion hier. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn es um euch Hafner geht, muss man sich immer Sorgen machen. Aber ich vergesse meine guten Manieren. Bitte entschuldigt. Rimbald Tauschmann, stets zu Diensten. Man kann ganz Verun am besten im Abenteuer aus allerlei einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, wir wollen uns erstmal umschauen. Nur denn ich stehe ohnehin hier hinter dem Ladentisch und muss Däumchen drehen. Wenn euch also irgendwas verzaubert, begeistert, verzückt, verwundert oder anwidert, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Und ich helfe euch dann beim Einpacken. Okay. Ja. Okay, ich bin an Sachen interessiert. Die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ja, und genau. Kompositlabbögen sind 20 Goldmünzen wert. Schilde sind fast gar nichts wert. Edelsteine können wir verkaufen. Griff des Ausgleichers, den nicht. Stäbe auch erstmal nicht. So. Kettenhemd, Schienenpanzer. Er hat schon schöne Sachen teilweise. Er hätte zum Beispiel einen Flegel plus 1 hier. Oder einen Streitkolben plus 1 oder sogar einen Flegel plus 2. Oder hier den Kriegshammer plus 2, der Blitze noch mit verschleudert, soweit ich weiß. Ja, plus 1 durch Elektrizität. Borox Faust, das ist glaube ich sogar der Kriegshammer, den ich im ersten Teil ziemlich häufig benutzt habe. Schleuder plus 2, Speere, Kampfstäbe, alles schöne Sachen. Nur keine schönen... Ah, Krummsäbel plus 1 hätten wir hier. Ja, aber jetzt erstmal verkaufen. Das heißt, Armbrust, zweihändiges Schwert ist was wert. Vor allem halt die Bögen sind einiges wert. So. Sie hatte nichts dabei. Er hat aber jede Menge von den Bögen. Langschwert plus 1, das behalte ich mal. Katana kann weg, der Krummsäbel, noch Kompositbogen. Leichte Armbrust kann weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Startkapital schon mal. Gut. Bei ihr sind wir halt nichts losgeworden. Gut, dass ich das... ja, hier reingepackt habe. So, überschüssige Tränke und so weiter können wir jetzt mal hier hin. So, wer hatte noch eine Halskette? Du? Das war alles. Was können wir für euch tun, damit eure ja. Träume heute wahr werden? Perlenhalskette ist sehr viel wert, sehr schön. So, und jetzt gehen wir mal höher. Hätte ich erstmal gern den Edelsteinbeutel. Auch wenn ich jetzt gerade keine Edelsteine habe. Nö. Yoshimo kriegt mal den Edelsteinbeutel fürs Erste. Ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Die Dame hier oben sieht noch aus, als ob sie Zeug verkauft. Und hier fliegt auch noch ein Drache rum. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Ja, wollt ihr einen Blick auf meine Waren werfen? Die verkauft allerdings keine Tranksachen. Gut.
Wir haben jetzt aber bei ihm eine Karte von Alcatla noch mitgekauft. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Übersicht, wo wir gerade sind. Also nur von Alcatla. Wir sind jetzt also in Vaukens Promenade und wir wissen, was es alles in Vaukens Promenade jetzt gibt für Läden und so weiter. Also können wir mal rausgehen und uns mal die Karte angucken. Hier war das Wirtshaus. Da oben ist ein Zaubererlager. Waffenschmieden, enges Geschäft, ein Rüstungsladen und Bogner ist hier oben. Da ist der Ausgang aus dem Viertel. Da ist ein Zirkuszelt. Hier scheinen große Ausstellungen zu sein in der Promenade. Tunnel aus der Promenade, der Erzkaufmann. Gehen wir mal zum Zaubererlager hoch. Also unterwegs gucken wir mal, was die Jungs hier noch dabei hatten. Minsk hat ja ziemlich viel Freiraum jetzt. So. Bei den restlichen sieht es alles okay aus, ja. Was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre ein Trankbehälter. Also, wo wir Tränke reinpacken könnten. Und einen Zauberrollenbehälter. So, wir hatten noch zu viel Tränke. Ja, weil wir haben sehr viel kleine Heiltränke. Wobei wir kleine Heiltränke auch unseren Nahkämpfern ein bisschen geben können. So, Minsk. Du guckst mal. Was es hier noch zum Einsacken gibt, so. Die Magier haben nur Stäbe dabei gehabt. Sind arme Säue, diese Magier. Ich warte. So der Schnee? So, du kannst nur dir noch ein paar Pfeile mitnehmen. Ja, was möchtet ihr? Na, gucken wir mal bei den Zaubererbedarf hier oben. Das sind die beiden Tische hier wohl. Er scheint Bücher zu verkaufen. Also hier scheint ein Buchstand zu sein. Und hier habe ich eigentlich gedacht, wären alchemistische Sachen. Okay, was hast du im Angebot? Ein wirklich schöner Tag, nicht wahr, werte Dame? Möchtet ihr vielleicht einen Blick auf meine Bücher und Schriften werfen? Ja, gerne. So, du hast jede Menge Schutzformeln und Zauber. Wir interessieren uns allerdings nur für den Schriftrollenbehälter erstmal. Und du? Verkaufst du Alchemie? Nun, ihr seht mehr wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Nein, zum Glück nicht. Gute Geschäfte, meine Fürsten. Ich glaube, ich kenne euch nicht. Haltet ihr das für unverschämt, wenn Hess euren Namen erfragt? Nicht im geringsten. Ich bin Thalisa. Guten Tag, Thalisa. Eine Perle für euch? Seht euch nur um. Und welche Fragen habt, stellt sie? Könnt ihr mir sagen, wo ich ein angenehmes Gasthaus finde? Ich weiß nicht, ob ich angenehm sagen sollte, aber ihr könnt sicherlich mal einen Blick in die Kupferkrone in den Slums werfen. Es ist besser als ein Bett im Feld, wie man so sagt. Ich suche nach Dingen von Qualität, vielleicht magische Gegenstände oder ähnliches. Ich habe nur wenig für Magie übrig, aber manchmal gelangt ein Gegenstand solcher Natur in seinen Besitz. Wenn ihr so etwas sucht, könnt ihr es bei Abenteurers allerlei versuchen. Könnt ihr mir den Weg zu einem Tempel oder ähnlichem weisen, wo ich Heilung erlangen kann? Im Tempel gibt es verschiedene Orte der Huldigung, die euch helfen könnten. Hier in der Nähe gibt es außerdem auch einen Schrein des Emater, wenn euch der zusagt. Ja, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Wie ihr wünscht. Unglücklicherweise ist mein Warenbestand nicht mehr das, was er einmal war. Es gab viele Probleme in letzter Zeit, aber ich habe dennoch eine gute Auswahl. Ja, er hat halt nur Schrott, so wie man, also Standardzeug. Verkauft es recht günstig, wie man sehen kann. Also er hat keinen Trankbehälter dabei.
Da muss ich wohl nach einem richtigen Alchemisten suchen und nicht nach einem Trödelhändler. Ein bisschen hart ausgedrückt, aber ist so. Aber ich kann ihm den Schrott verkaufen. Ich kann ihm den Schrott verkaufen, den wir hier noch haben. Oh, Minsk hat noch ein Basterschwert plus 1 dabei. Das könnten wir noch behalten. Oh, ja, Lederrüstungen waren auch nur ein Gold wert. So, war nicht viel, aber war etwas. So, das heißt, Minsk behält mal die drei Schwerter. Ich warte. Nun gut. Und nach den ganzen Schikanen sollten wir mal ein angenehmes Gasthaus suchen. Also ja, hier ist das Wirtshaus Mithrast. Hier ist der Tempel der Immater. Waffenschmied. Enges Geschäft. Ja, es wundert mich, Abenteurer ist allerlei, dass die kein Trankhändler haben. Ach, das ist der Tempel. Was immer ihr wünscht. Ein Bettlerkind. Wer seid ihr? Ich kann kaum ruhig schlafen. Ich habe nachts Albträume. Manchmal kommt die Mate und tröstet mich und ich schlafe dann gut. Ja, wenn ihr es wollt. Seid mir gegrüßt so. Und fest im Glauben. Seid gegrüßt, meine Schwester, und willkommen im bescheidenen Domizil eines. Domizil ist ein, der erträgt. Immata bietet allen Obdach, die es benötigen, und leidet die Schmerzen anderer. Erzähl mir über Immata. Immata ist der Gott des Mitleids und des Ertragens, meine Schwester. Wir kümmern uns um die verlorenen Kinder der Stadt. Das ist der Wille des weinenden Gottes. Dann zeig mir mal, was ihr anzubieten habt. Also ja, bei Tempeln kriege ich halt immer noch die Standardsachen, nämlich leichte Wunden heilen, schwere Wunden heilen. Kritische Wunden heilen, aber das bräuchte ich gerade nicht. Genesung. Brauche ich gerade auch nicht. Ich kann dem Martha mal Geld spenden. Geben wir mal die 87, so. Ja, Gildenkrieg halt. So, das heißt, hier ist wieder nur ein Laden mit Krimskrams. Das heißt, wir gehen hier in das Gasthaus. Wir wollen jetzt erstmal nur schlafen. Wir haben hier zwar ein paar Leute, mit denen wir reden könnten, aber wir wollen hier erstmal nur schlafen. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Möge euch das Schicksal Holzheimwanderer. Wir kommen im Mithrast Wirtshaus. Kann ich euch irgendwie dienlich sein? Gibt es irgendetwas von Interesse, das ihr mir erzählen könntet? Irgendwelche interessanten Vorfälle vielleicht? Nichts Interessantes, werte Dame. Das hier ist ein ruhiger Ort und unsere Gäste bevorzugen es auch so. Dann zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sicherlich doch, werte Dame. So, wir könnten als Bauer pennen. Als Händler klingt besser oder gehen wir gleich als Edelmann? König brauchen wir nicht unbedingt. Edelmann mieten wir einmal. Und trotzdem gibt es Mäuse. So. Wir sind alle geheilt, gerastet. Oh, ich brauche nicht mehr viel. Also verhältnismäßig nur 24.000 bis zum nächsten Stufenaufstieg. Da braucht Minsk mit 140.000 etwas mehr. Ja, hier sind es 21.000 und bei ihm sind 15.000, 16.000 fast. Okay. Aber ja, ich bin auch froh, wenn ich wieder mein Level abkriege und hoffentlich neue Zauber.